Bucky Shirt, Bucky Gloves. Bin mal gespannt, wie das so aussieht. Aber unser Style ist ja unübertroffen. Jetzt sind. Like a walking cliche. Man, we're all walking cliches in somebody's eyes. Ui. Tja, da kann man richtig hoch springen. Wunderschön. So, und jetzt kommen wir aber endlich hier in dieses Baumhaus, das ich ja schon mal gesichtet habe zuletzt. Sehr schön. Was macht das Bullenauto hier? Kann man da irgendwas machen? Super Bounce unlock. Press as soon as you land on bouncy surface to Super Bounce. Aha. Oh ja, oh ja, oh ja, 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 ja. So, jetzt können wir hier mal richtig schöne Sprinklerparty machen. So, kommen wir noch mehr zur Sprinklerparty? Na, noch jemand Lust? Sehr schön. Haben wir das Ganze hier mal ein bisschen ausgedünnt. Aber ich sehe schon, ich verzettel mich die ganze Zeit andauernd in irgendwas. Da muss ich mich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. Ah, das ist der Super Bounce. Genug Badges für einen weiteren Overdrive. So. Ha, jetzt sind wir doch schon auf dem direkten Weg her. Aber davor nehmen wir noch die Kiste mit. So. Da sind wir schon. Now, if I was a tree dwelling hillbilly, where would I keep my computer parts? Gotcha, you Visco, some bitch. Ja, der ist doch auf Anhieb sympathisch, der Kerl. Maybe not a Fizco asshole, but I'm gonna shoot you anyway, just to be sure. Wait, listen, I'm not Fizco. I'm just here to steal computer parts from you. How'd you think you were gonna do that when I got this here gun? Yeah, I got guns too. Damn. But how do I know you can use them? I'm an American. I can use a cocky son of a bitch like you. What's up, I need footage for my new show. Get out there and show me what you can do. And don't worry about dying. That looks good on camera, too. Thanks. Because I wasn't already creeped out enough by you. Well, I got cameras all over that warehouse down there. If you're as good as you say, we should get some great footage. Sweet. I always wanted to star in the Redneck Running Man. Get a bronze rank or above in episode 1 Buck National versus the Apocalypse. Ja, dann mal gucken. Volle Kraft voraus, ne? Ne? So, die Kohle nehmen wir auch mit. Okay, was muss ich jetzt hier genau machen? Warum? Achso, ist da die Munition alle? Oder warum kann ich den Sprinkler nicht verwenden? Also ich muss mich jetzt, so wie ich es verstanden habe, erstmal beweisen.
Earn points by killing OD and completing objectives for Buck National. Okay. Also, kommen wir los. Ich glaube, den darf ich hier nicht benutzen in dem. Doch, okay, alles klar. Ja, dann los, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Ich brauche mehr Gegner. Also irgendwie blieb es gerade noch nicht so ganz. Wie viele Punkte habe ich denn? Okay. Dann kümmere ich mich mal um die hier. Okay, ich wusste doch, da kann man noch was machen. Oh, 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 hier ist aber ganz schön was los jetzt. Aha. Wow. So, wo sind denn noch mehr Gegner? Mehr Gegner, mehr Gegner, mehr Gegner. So. Auf geht's. Komm, komm, komm. Wo sind die ganzen Gegner hier? Also ich glaube, das kriegt man auch besser hin. Ich glaube, das ist eine ziemlich lahme Runde, die ich hier ablege. Denn die großen Gegnerscharen sind jetzt auch ausgeblieben, habe ich das Gefühl. Das war mal ganz eine müde Vorstellung hier. Okay, was zählt denn alles in die Punkte rein? Auch das Rumgrinden und Rumhüpfen und dieses und jenes und hast du nicht gesehen? Ja, dann probiere ich das jetzt mal. Thank you.
Also ich komme gerade noch nicht so ganz hinter, wer mir so richtig Punkte machen kann. So, er sagt mir, ich soll ja rumhüpfen. Rumhüpfen. So, okay, jetzt habe ich mal hier einen. Aber so richtig in Fahrt kommt, das ist ja trotzdem nicht, oder? Was mache ich falsch? Irgendwas scheint hier ja noch nicht so ganz zu stimmen. Das sind ja einfach zu wenig Gegner. Ganz ehrlich, das erschließt sich mir im Moment nicht so ganz. Wie man hier groß Punkte reinhauen kann. Ja, also irgendwie will das noch nicht so ganz fluppen hier. Earn points by killing OD and completing objectives for Buck National. Completing objectives. My audience has very discriminating tastes, so you gotta do exactly as I say. Jump high and cut them down! So, muss ich genau das tun, was er hier von mir verlangt, oder? Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen. Ja. Er sagt das doch. Ach, jetzt. Bounce Kills. So. Okay, verstanden. Verstanden. So, Grind Kills. Alles klar, dann grinden wir hier mal schön. Fröhlich. So. Blower. Aha. Jetzt wird ein Schuh draus. Kills with Pain Train? Na also. Ah, noch einmal. Okay, alles klar. Auf geht's. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Zack.
Ja, die Bounce Kills sind jetzt nicht mehr so einfach. Oh, jetzt bin ich gleich Edge. Oh ne, das gibt's doch wohl nicht. Okay, Bounce Kills, klar. Mein Gott, bin ich heute am Pennen, das ist ja unglaublich. Grind Kills, okay. So, was hat er denn? Lower OD, okay. Und... sehr schön. Das machen wir doch gerne. Jawohl, na so wird das was hier. Aber das ist immer noch stark ausbaufähig. Mein lieber Mann. Na. Okay, ein letzter Versuch. View Gamer Card? Okay, ja. Ja. Welchen nehmen wir denn jetzt von den allen her, hä? Eieiei, so kann es ja auch nichts werden. Ja, rennt er mir hinterher, hä? So, ihr seht, ich muss mich hier die ganze Zeit ziemlich konzentrieren und zusammenreißen. Ihr hört kein Wort mehr von mir. Ich habe halt einfach keine Lust, hier wieder so lasch aus der Runde rauszugehen. So, wo sind die Blauer? Deswegen schaue ich gerade und gebe mein Bestes, dass ich hier mal ein paar Punkte mehr mitnehme. So. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und los geht's. Jawoll. Jawoll. So. Na, da habe ich ja schnell die Kills zusammengekriegt. Das ist ja wunderbar. Komm, hol die Kills jetzt zusammen. So, okay, was als nächstes?
Wieder Bouncies? Nee, Blower. So, wo ist noch ein Blower? Eieiei, bleib hier. Wo ist der letzte Blower? Ich verliere hier Zeit, das ist doch unglaublich. Nein. Na, immerhin besser. Okay. Aber den Topscore hätte ich ja schon ganz gerne geholt, Mensch. Wäre das wirklich nicht besser gegangen? Nächstes Mal. So, genau, weg damit. Eieieiei. Okay, ich verpiss mich hier. Schnell raus. So, dann gehen wir mal zurück ins Baumhäuschen. Und ja, den kann man auch als Trampolin benutzen. Und die Kohle nehmen wir auch gleich wieder mit. Ja, es sind ja gerade mal eben 1000. Kann man schon machen, ne? Hä? Was sehe ich da hinten? Da ist wieder eine neue Kiste gelandet. Aha. Computer parts are on the table. I got my Bucky's perched in blinds all over the city. Cameras ready to roll. Just find them and do what you do. You'll be paid back in kind. Collect the processor. Okay. Give Sam the processor. Alles klar. So, jetzt hätte ich doch mal riesig Lust. Genau. Hier unten. Mal ein bisschen rein zu grützen. Das scheint ihn jetzt erstmal weniger zu beeindrucken, den großen Jungen. Ja, wobei. Aha. Wenigstens mal gelevelt hier. Wo ist er hin? Da ist er. Komm, machen wir jetzt platt hier. Eigentlich sollte er in die andere Richtung rennen, aber okay. So, sehr schön. So habe ich das gerne. So, die werden jetzt erstmal verätzt hier. Ah, kommt hier, da ist eine Poolparty. So, und weiter geht's. Eieiei, wie weit man jetzt springen kann. Ja, genau, sowas wollte ich mal hier mit der Sprenkelanlage machen. Okay. So, und weiter geht's. Hier sind ganz schön viele Luftballons. Ganz schön viele Luftballons in der Gegend. Also in der letzten Folge hatte ich irgendwie ein bisschen mehr Flow, habe ich das Gefühl. Heute ist es alles so ein bisschen.
es kommt nicht so richtig ins Fluppen. So, egal. Prozessor. Abgeben. Fertig. Awesome. Let's see here. And we're off. Hey, if you do find a way out of the city, you'll come back and rescue us, right? Come back? To Sunset City? Why would I? Of course you'll come back and save us. You're you. I'm sorry. I don't even know why I questioned it. So this will take a few hours to finish. I'll let you know when it's done. Bug National, alles klar. Hey man, it's Floyd. I'm ready for another cook. Come on back when you're ready. Copy that, science guy. Hey, looks like you got all the ingredients we need. Don't lose them on the way back. Okay, also wir können neue Amps kochen. Ich glaube, davor mache ich noch diese Mission hier. We dropped the shit out of our bags running for our life when the city went all cray. Those bags are like full of totally vital stuff. You think you can get them for us? They're GPS chipped. Getting them should be a cinch for you. Hm. Ja, machen wir doch gleich. Los geht's. Why do these computer parts smell like gunpowder and barbecue sauce? Kann ich jetzt hier was damit machen? Nee, ne? Da kann ich mich nur reinspawnen lassen. So. Ich muss mich korrigieren. Auch diese Mission habe ich letztes Mal schon gemacht. Wie komme ich da nochmal hoch? Ja. Ach ja, genau. Ich muss dann noch entsprechend Y drücken, dass er den Rucksack auch mitnimmt. Jawohl. Und weiter geht's. So. Hey, das war der Plan. Ja, kommt alle rein da. Sehr schön. Ja, gibt Punkte und vielleicht wird hier auch noch mal Ammo gedroppt. Vielleicht. Hm. Na gut, vielleicht beim nächsten. So, das war easy. Gleich zum nächsten. So, ein bisschen Klopapier noch mitnehmen, wenn es schon mal hier rumhängt. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden. So. Oh nee. Get back here. Don't you make me chase you down. Hey, warum wechselt er jetzt die Waffe? Das gibt's doch gar nicht. Ja, Finders Keepers, alles klar. Oi, 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 oi. Ich liebe es. Mann, warum habe ich mich da gerade so schwer getan? Gibt's doch gar nicht.
Okay. What's that? You want this backpack I found? Quid pro quo, Treasure Hunter. I've got an infestation here. You'll all be open in my junkyard, and the bag is yours. So, auf dem Weg zu unserem letzten Rucksack müssen wir noch den Schrottplatz säubern. Knacks, Kracks. Oh, 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 oh. Also, okay, hier oben ist Emma. Den nehmen wir gleich mit. So, da hinten ist noch ein Blower. So, aber ich glaube, das war's jetzt, oder? Oh ne, da ist noch einer. Da ist ja noch einer. Na, komm her, du. So, das war's. Sehr gut. So. Ja, es ging ja doch relativ schnell hier. So, und vorwärts. Vorwärts, vorwärts. So. Our vitals, yay! You didn't have any trouble, did you? Nah, typical quest stuff. Bad guys, bad trees, junkyard side quests. Enjoy that foot spa. Alles klar. Fizzy Fortunes? Okay. Best investment all day. Okay. Gut.